Danke Ihnen schön für Ihre Begleitung. Hier bin ich zu Hause. Schon? Schlafen Sie gut. Talent dazu haben Sie. Ach, das haben Sie also gemerkt. Bitte vielmals um Entschuldigung, aber ich habe in den letzten Tagen sehr viel zu tun gehabt. Und hauptsächlich nachts. So, beruflich? Ja. Was haben Sie denn für einen Beruf? Ich reise ziemlich viel. Und immer mit dem Hund? Von jetzt ab, ja. Sie wollen mir also nicht sagen, was Sie sind? Doch, ich bin Prophet. Soll ich Ihnen etwas prophezeien? Dann prophezeie ich Ihnen, dass Sie mich heute Abend noch in Ihr Haus bitten werden. Ein guter Prophet scheinen Sie aber nicht zu sein. Doch, doch. Habe ich Ihnen noch nicht gesagt, dass ich ein sprichwörtliches Glück habe? Sie werden mich heute Abend noch in Ihr Haus bitten. Ich werde nicht. Verlassen Sie sich drauf. Na also, bin ich ein guter Prophet? Jetzt müssen Sie mich schon mit in Ihren Keller nehmen. Ach, es ist doch wieder runter in den Keller mit allen schrecklichen Leuten. Na, sind denn die Leute wirklich so schrecklich? Guten Abend, Frau Holberg. Sie brauchen mich also nicht mehr zu wecken. Nein, bestimmt nicht. Ich bringe Herrn Vincent hier mit in den Keller. Ja? Natürlich. Das heißt, den Hund darf der Herr nicht mitnehmen. Was, das kleine Tier? Ach, das hat mit der Größe nichts zu tun. Es tut mir leid, aber strenge Vorschrift. Wer weiß, was fürs Gut ist. Doch, kann er nicht in Ihrer Küche Quartier beziehen? Tja, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ja, Enche, sei doch nicht so aufgeregt. Du hast wieder das Licht im Korridor brennen lassen. Ich? Aber du bist doch die Letzte gewesen, wie immer. Weil du immer so kopflos runterhältst. Na, guten Abend. Ah, es geht schon los, ich sag's. Aber nicht doch, da hat oben jemand die Tür zugeschlagen. Darf ich Ihnen... Nein, das darf ich, danke, dazu ist gar keine Zeit. Das machen wir unten im Keller. Ach, Gott sei Dank, liebe Frau, dass Sie da sind. Geh nur runter, Käthe, wir bringen bloß den Hund nach oben. Was hatten Sie für einen Hund, diesen? Inge, die Milch. Ja. Andi, die Brote. Ja. Mutter, alle passt Geld und das Poppe. Ja, ja, Vater, nun komm mal schon. Das ist eine Organisation. Nein, immer mit der Ruhe, meine Herrschaft. Nicht so drücken. Namen, Fräulein Käthe. Na, Herr Hinze. Na, immer wieder zum gemütlichen Plauderstückchen. Ich benehme dich anständig, komm. Ach, sieh mal eine an. Meine Käthe wollte sich wohl gerade eine Tasse Bohnenkaffee kochen. Bohnenkaffee? Höre ich richtig? Mhm. Tatsächlich richtig gehen. Wo haben Sie den her? Von einem Verehrer. Aha. Von Käthe. Sie behauptet jedenfalls, es wäre ihr. Wer? Der Kaffee oder der Verehrer? Beides. Nehmen wir mit runter. Ist ein Koffer unten? Ja. So, und nun knipsen Sie das Licht aus. Gern. Warum? Warum? Weil ich die Fenster aufmachen will. Ach so. Sagen Sie, Sie kommen wohl vom Mond, ja? Also nicht ganz, aber beinahe. Donnerwetter. Schön, was? Wie ein Märchen. Nein, viel schöner. Wie die Wirklichkeit. Ja, und deshalb müssen wir erst schnell in den Keller, denn in der Wirklichkeit gibt es Flaggsplitter und trotzdem ist die Wirklichkeit schön. Auch wenn es Gefahren gibt. Vielleicht gerade, weil es Gefahren gibt. Aber Sie haben recht, wir wollen machen, dass wir runterkommen. Und dann doch noch die Marmelade auf den Abschnitten bei. So, was sollte man eigentlich anzeigen? Unser Onkel, der Major, sagt immer... Nehmen Sie doch trockene Orangenschalen. Was? Nehmen Sie das! Ach, ich bin schon wieder raus.